Die Maskierten randalieren fast eine Stunde lang, ungestört von der Polizei. Der Bus ist noch ganz, ja? Nee. Nee, was? 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Es war einfach nur eine große Menschenmenge, die durchgelaufen ist. Und es ist auch erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Wie wir im letzten Schnipsel gehört haben, sagte der Augenzeuge, erst 25 Minuten, nachdem die Autos schon brannten, ist die Polizei gekommen. Das war ja die Quelle, war auch Bild. Hier ist wieder ein Bildartikel, in Klammern aus der blauen Tonne meines Vertrauens. Und da steht was ganz Interessantes in der letzten Spalte rechts. Und zwar steht da, Hamburgs Polizeipräsident Rolf Martin Mayer hatte vor dem Gipfel angekündigt, die Reaktionszeit der 20.000 Polizisten werde an jedem Ort deutlich unter einer Minute liegen. Naja, das ist wohl nicht so ganz eingehalten worden. Die Frage ist halt nur, war das jetzt alles Zufall? Wieso konnte die Polizei, die ja beschäftigt war mit den gewaltfreien Demonstranten, warum konnte sie diese, weiß der Kuckuck, 150 oder wie viel auch immer, Gewalttäter, die Autos angezündet haben, nicht stoppen? Zumal es ja irgendwie logisch ist, dass wenn irgendwo das erste Auto brennt, und es ist auch niemand anwesend von denen, dem das Auto gehört, dass spätestens die Nachbarn die Polizei anrufen und sagen, hier brennt ein Auto und so weiter und so fort, dann kommen die natürlich, sollten sie, naja, auch wenn sie in 5 Minuten da sind, wäre das schon nicht schlecht. Aber 25 Minuten bei einer versprochenen 1 Minute, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Die Maskierten randalieren fast eine Stunde lang, ungestört von der Polizei. Werfen sogar Molotow-Cocktails auf eine IKEA-Filiale. Und es ist auch erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Und, also das war einfach nur eine große Menschenmenge, die durchgelaufen ist. Und es ist auch erst 25 Minuten, nachdem die weg waren, sind die ersten Einsatzkräfte gekommen. Werfen sogar Molotow-Cocktails auf eine IKEA-Filiale.